Darmkrebs ist wirklich ein Krebs, wo man keine Beschwerden haben muss. Generell wichtig, dass man zur Darmkrebsvorsorgeuntersuchung geht. Sage ich zur Krankenschwester, ich bin auch gar nicht richtig eingeschlafen, Sie müssen noch mal nachspritzen, aber da war schon alles vorbei. Ich finde, so unangenehm ist es nicht gewesen. Ich war Sportler, ich habe mich alle 2 Jahre beim Arzt durchchecken lassen. Und in dem Jahr habe ich dann erstmals gefragt, was muss ich denn eigentlich krebsvorsorgemäßig machen? Und hat er gesagt, ja, man kann Blutwerte erweitern bei der Abnahme. Dann können Sie aber natürlich auch eine Prostatavorsorge machen und eine Darmkrebsvorsorge können Sie eben auch machen. Ja, und da habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich das doch einfach mal mit. Ich habe eine Einladung zur Darmkrebsvorsorgeuntersuchung bekommen im Briefkasten. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist mal Zeit, einen Termin sich geben zu lassen. Also damals war es so, dass wir erst mal gesagt haben, machen Sie mal einen Stuhltest. Wenn der anschlägt, kann man immer noch weitergehende Sachen machen. Und ich habe dann entsprechend eben auch diesen Stuhltest abgegeben, ja. Dann hat man so einen kleinen Spachtel, macht das in so ein kleines Briefchen, verschließt das und gibt das dann in der Praxis ab. Ich hatte ganz am Anfang so das Gefühl, was ist, wenn da etwas rauskommt, wenn da jetzt Darmkrebs vorliegt? Leider war das so, dass sie angeschlagen hat. Da hat mich mein Arzt aber auch noch beruhigt und gesagt, ja, das kann immer mal passieren. Irgendwas ist vielleicht nicht ganz in der Norm. Jetzt machen sie eine Darmspiegelung, dann können wir da wirklich ganz in aller Ruhe nachgucken. Ich hatte vorher natürlich noch nie eine Darmspiegelung gemacht. So, dann kommen einem schon irgendwo Gedanken in den Kopf, ist das jetzt unangenehm? Der Arzt sagte, also es wäre kein Problem heute. Man nimmt so ein Mittel zum Abführen. Das muss man 2-mal nehmen. Und da habe ich mir jetzt auch keine großen Gedanken gemacht. Ich hatte ja dann meinen Termin und habe dann noch mal diesen Einlauf bekommen. Das fand ich auch ein wenig unangenehm, weil man ja irgendwie 15 Minuten nicht auf die Toilette gehen darf. Danach war dann alles in Ordnung. Dann ist dann eher die Welt nicht mehr zusammengebrochen, aber anfangs schon. Ich habe mir eine Vollnarkose geben lassen und habe natürlich gar nichts mitbekommen und bin relativ zügig wieder aufgewacht. Man kommt halt so eine Einmal-Unterhose angezogen. Also klar, man ist ein bisschen schambehaftet, ist man ja irgendwie da, aber fand ich jetzt auch nicht dramatisch. So, dann bekommt man das Mittel, unterhält sich noch mit der Krankenschwester. Sage ich zur Krankenschwester, ich bin auch gar nicht richtig eingeschlafen. Sie müssen noch mal nachspritzen, aber da war schon alles vorbei. Bin dann irgendwann wach geworden mit dem Kaffee neben mir und hatte dann relativ zügig das Gespräch mit dem Arzt. Er hat direkt zu mir gesagt, es täte ihm leid, er musste nichts einschicken. Ich hätte Darmkrebs im weit fortgeschrittenen Stadium. Ja, er sagte, das wäre so weit fortgeschritten, ich müsste sofort operiert werden. Es könnte jederzeit zu einem Darmverschluss kommen. Ja, das musste man dann erst mal sacken lassen. Ich glaube, da macht man sich einfach Riesengedanken. Und als dann das gute Ergebnis kam, dass ich nichts habe, dann ist mir wirklich alles von den Schultern gefallen. Tumor lag zum Glück ganz günstig in so einer Schlinge, konnte gut rausoperiert werden. Und dann wurde angeraten, eine Chemotherapie direkt anschließend zu machen. Also OP und alles habe ich sehr gut vertragen. Dann kam die Chemotherapie. Die war schon wirklich fordernd, muss ich wirklich sagen. Aber auch das, letztendlich habe ich alles hinbekommen. Man hat eine Gewissheit, dass da nichts ist, dass da nichts lauert. Ich finde, so unangenehm ist es nicht gewesen. Darmkrebs ist wirklich ein Krebs, wo man keine Beschwerden haben muss. Es war bei mir so. Dieser Tumor, der ist bestimmt 10 Jahre gewachsen. Deswegen durch die Vorsorge hat man halt die Möglichkeit, wenn es erkannt wird, vielleicht noch zu einem Stadium einzugreifen, bevor es eben zu spät ist oder bevor schlimmere Dinge passieren. Man hat ja die Wahl zwischen diesen beiden Untersuchungen, ob Stuhlprobe oder Darmspiegelung. Und ich würde mich eher für die Darmspiegelung entscheiden. Dann habe ich zumindest direkt die Gewissheit. Der Stuhltest ist die einfache Möglichkeit. Da ist auch die Schwelle, das zu machen, die ist viel geringer. Und wenn dann wirklich was auftritt im Schnelltest, dann kann man ja immer noch die Darmspiegelung nachschieben. Also letztendlich habe ich es ja so gemacht und ich glaube, ich würde es auch wieder so machen, ja.